Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar geht es um ein Full Face mit Urban Decay Produkten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe ein Full Face Urban Decay in Planung gehabt und habe mir dafür ein paar Produkte jetzt aus meiner Sammlung rausgesucht. Und es wird auch tatsächlich alles nur Urban Decay sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mich tatsächlich übrigens entschieden für die Wired Palette. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr aufregende Eye Palette. Hier, Lidschattenpalette, Leute, ne? Sehr, sehr bunt. Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr so zu kaufen. Aber ich glaube, im Urban Decay Online-Shop quasi auf urbandecay.com. Ich verlinke euch aber alle Produkte unten in der Infobox. Manche sind Affiliate-Links, manche sind halt ganz normale Links. Bei Affiliate-Links verdiene ich noch ein paar Cent dran. Ist aber für euch nicht teurer. Ne? Also das nur so als kleine Randinfo. Ich habe mir tatsächlich auch das Buch von dem lieben Maxim Face Art genommen und habe meinen Look geplant. Mal gucken, ob ich tatsächlich gleich so aussehen werde. Ich habe wirklich mit Foundation und Highlighter und allem Rampampam in diesem Buch gemalt und habe mir dann auch aufgeschrieben, was ich da reingemacht habe. Ich bin sehr gespannt. Also falls ihr das Buch noch nicht habt, schaut auf jeden Fall auch unten in die Infobox. Da habe ich euch auch einen Link dazu reingepackt. Ja. Ich habe auch mit den anderen Urban Decay Lidschattenpaletten, die ich habe, ne, habe ich mir auch so überlegt, wie könnte ich Looks schminken, zum Beispiel mit der Weiß-Palette. Das hätte so dann ausgesehen, was ich mir überlegt habe. Oder mit der Born to Run, das wäre dann ein sehr nudiger Look geworden. Aber egal, ich tue es mal zur Seite, weil ne, ich bin da aktuell sehr, sehr hyped von und auch von den ganzen Büchern von Danny Pelletier, also von seinem Freund. Und lese die viel, höre die viel und so weiter und so fort. Und es macht mir richtig Spaß. Egal, ich laber schon so lange und habe noch nichts im Gesicht. Ich fange an mit dem Urban Decay Rebound Collagen Infused Complexion Prep Priming Spray. Das ist dieses hier. Das gebe ich mir zuallererst mal über das komplette Gesicht. Das habe ich mir im Set zusammen mit dem ganz normalen All-Nighter mal bestellt. Und ja, ist halt ein Primer zum Sprühen. Der ist mir, glaube ich, ausgelaufen. Ich habe nämlich eben schon gedacht, irgendwas ist ja ausgelaufen. So. Der sprüht dich natürlich ziemlich an, fühlt sich aber mega gut an. Das ist so, weiß ich nicht, von der Textur her irgendwie wie eine Creme, die du dir drauf gesprüht hast. Wirklich, also das merkt man richtig. Und es ist, also ich hatte nämlich erst befürchtet, so, nicht, dass es einfach nur irgendwie wie Wasser ist, wie ein Toner oder sowas, ne? Nö, schon cool. Als nächstes verwende ich natürlich die Stay Naked Foundation. Habe ich in der Farbe 10NN. Ja, also sehr, sehr hell. Also man sieht, wie sie fließt. Die ist recht flüssig, aber nicht zu flüssig. Das finde ich ziemlich nice. Die Farbe 10NN ist auch mit einem leichten Rosastich, ne? Dann nehme ich mir ein angefeuchtetes Schwämmchen ja, und arbeite das ein. Die Farbe 10NN ist für mich sogar, wenn ich das so im Display sehe und einfach sehe, wie hell das aussieht, ne? Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Die ist fast schon ein Tick zu hell für mich. Und das schafft nicht jede Foundation. Das ist nicht leicht bei mir, ne? Weil ich bin ja so eine extreme Blassnase. Die lässt sich aber wirklich schön einblenden. Das, ne, wenn du das mit einem feuchten Schwämmchen machst, sieht es auch gut aus. Es reflektiert jetzt sehr das Licht. Ne? Also man merkt es jetzt, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, es ist immer noch so hell. Aber ich habe hier so viele Lichter. Ne? Das ist im realen Leben, wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, nicht so krass, bei weitem nicht so krass wie jetzt hier im Display. Dann habe ich hier auch noch den passenden Concealer in 10NN. Und ja, der hat ein sehr merkwürdiges, aber schönes Füßchen, finde ich. Also das ist so ein abgeknicktes Füßchen. Schaut so aus. Ich bin wirklich nur einmal reingedippt und ne, das, was ich jetzt auf dem Gesicht habe, verteile ich jetzt auch schon mit dem Schwämmchen. Also er hat eine hohe Deckkraft, aber ist jetzt nicht super high coverage, sodass er mir zum Beispiel die Rötung komplett wegmachen würde. Dafür müsste man dann irgendwie einen Color Corrector oder sowas nehmen. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich so von der Deckkraft auch mag. Ne? Also er deckt mir hier die Augenschatten ab und die Rötung auch leicht am und um Auge. Um Auge. Am Auge und um das Auge herum. Ja, aber das ist das, wie ich das halt gerne mag vom Concealer. Leichte Rötungen werden auch abgedeckt hier unten, aber wenn man halt so richtige Fridolin-Fred-Familienangehörige hat, ist es ein bisschen tricky. Als nächstes verwende ich die Urban Decay Primer Potion. Das ist ein Lidschattenprimer, habe ich hier. Und
das ist ein Produkt, was ich extrem solide finde. Aber ich muss sagen, wenn ich das so vergleiche mit Drogerieprodukten, also es kommt mit so einem Applikator, ne? Es ist sehr vergleichbar zu dem von Essence, der ist auch relativ leer schon, da kommt nicht mehr das Allermeiste raus. Da gibt es oder gab es viel mehr, weiß ich gerade gar nicht so ad hoc, aus dieser You Better Work-Reihe. Halt einen ganz, ganz tollen Lidschattenprimer, den ich auch habe. Und das ist ein absolutes Dupe dazu. Ja, ich würde hier auch tatsächlich sagen, dass ich die Primer Potion mittlerweile aufgebraucht habe, weil die jetzt auch zum einen nicht mehr so optimal auf dem Lid funktioniert, weil die auch so langsam anfängt, ein bisschen krümelig zu werden, ein bisschen trocken zu werden. Und zum anderen kommt da auch nicht mehr das Allermeiste raus. Hält aber meinen Lidschatten wirklich an Ort und Stelle. Und bei dieser Lidschattenpalette, die ich gleich verwenden werde, brauche ich auch eine sehr gute Base, damit mein Lid nachher nicht eingefärbt wird. Deswegen sollte man sich auch eine Lidschattenbase auf das Auge draufgeben. Jetzt habe ich die ganzen flüssigen Texturen auf meinem Gesicht und jetzt verwende ich ein Setting Spray. Dann nehme ich von Decay das All Nighter Make-up Setting Spray. Das macht einfach, dass alles ein bisschen besser miteinander verschmilzt und haltbarer wird tatsächlich. Das kann man halt immer mal wieder zwischendurch verwenden und das mache ich auch sehr gerne. Nochmal zum Fixieren verwende ich ein Puder und da habe ich hier dieses Stay Naked The Fix. Auch in der Farbe 10NN, da gibt es verschiedene Farben. Das ist extrem pudrig, also da muss man wirklich aufpassen, wenn man das aufträgt. Schaut so aus. Also ja, wie gesagt, man kann da verschiedene Farben wählen, weil es halt auch eine Tönung mit dabei hat. Du hast hier auch noch so ein Schwämmchen mit drin, was ich aber, wie man sieht, nicht wirklich verwende, um halt so ja, Fresh-Ups über den Tag zu machen. Spiegel hat man mit dabei. Ich nehme mir einen Pinsel und man sieht es wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rein dippe, ne, wie sehr das schon abgibt auf dem Pinsel und das puderig wird. Also das ist sehr, es ist ein gepresstes Puder, aber ein soft gepresstes Puder, wenn man das so sagen darf. Und das gebe ich mir zum einen mal unter die Augen. Der Pinsel ist zu groß. Ich nehme mir einen Highlighter-Pinsel. Das ist auch kein Highlighter-Pinsel. Hallo? Nehme mir den hier. Genau, ein Highlighter-Pinsel. Das habe ich nämlich in letzter Zeit öfters gemacht. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und später verwende ich dann den Highlighter-Pinsel halt für den Highlighter. Wie der Name schon sagt. Aber dann kann ich den quasi zweimal in meinem Fullface immer verwenden. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen, weil das Puder schon so ein bisschen austrocknend ist, ne? Damit die untere Augenpartie nicht allzu sehr ausgetrocknet wird, falls man, so wie ich, halt Augenfalten hat. Sammy liegt da hinten und schnarcht vor sich hin. Unglaublich. So, und mit dem großen Fluffel fluffel ich dann über mein Gesicht. Naja, mein Gesicht nimmt jetzt so ziemlich die Farbe von meinem Oberteil an, ne? Aber noch nicht die Farbe von meinem Körper. Also, ich würde sagen, Foundation, Concealer und Puder sind doch etwas hell aktuell. Das war ein Reim. Aber es ist okay. Wenn wir dann die noble Blässe schön aufgetragen haben, versuchen wir das Ganze wieder ein bisschen in die Dreidimensionalität zurückzubringen. Und da habe ich hier Naked Flushed. Das ist so eine Blush Bronzer Highlighter Palette. Ich glaube, die habe ich im Trash-Paket von der lieben Marion bekommen. Ich glaube schon, ne? Und so schaut die aus. Ich bin persönlich eigentlich kein Fan davon, wenn Fännchen halt so ineinander übergehen, ne? Wenn du quasi keine Abgrenzung hast. Hier arbeiten wir jetzt einfach mal damit. Da gehe ich dann einfach mal hier in den Bronzer rein. Auch hier, die Sachen sind relativ pudrig, aber das funktioniert, ne? Also ich kriege die auf jeden Fall aufs Gesicht. Die Pigmentierung von dem hier, ich weiß gar nicht, ob die Farben haben, ist sehr dezent, aber aufbaubar. So, der Bronzer hat schon mal ein bisschen mehr Dimension gegeben. Ich habe wieder eine Nase, ich habe wieder so ein bisschen Konturen im Gesicht, ne? Es ist immer noch relativ dezent, deswegen versuche ich den nach wie vor auch noch immer ein bisschen weiter aufzubauen, weil nachher die Lidschattenpalette halt so dermaßen knallen wird, dass man ja im Prinzip gar keinen Unterschied mehr in meinem Gesicht sehen wir, beziehungsweise Blush Bronzer Highlighter, ne? Das tritt dann sehr stark in den Hintergrund. Und da ich das weiß, baue ich das wirklich sehr intensiv jetzt gerade auf. Und man sieht es halt noch intensiver, weil die Base so extrem hell ist. Ich habe so ein... Das sieht so merkwürdig aus, ne? Das ist so pandamäßig gerade. So, dann gehe ich jetzt hier in den Blush rein und nehme hier auch wieder diesen gleichen Pinsel wie gerade. Muss man aufpassen, dass man nicht in den Highlighter auch noch mit reingeht. Und da das halt auch relativ zart pigmentiert ist, brauche ich den auch gar nicht vorher abklopfen, sondern gebe mir das so direkt auf mein Gesicht.
packe hier jetzt über den Blush noch etwas drüber, was eigentlich als Highlighter geführt ist, aber ich persönlich verwende es als Blush. Das ist der Afterglow 8 Hour Powder Highlighter in der Farbe Fireball. Also definitiv für mich ein Blush-Topper oder ein Blush an sich, weil wenn man sich das so anguckt, ne, müsste ich von der lieben Lea mal im Trash-Paket bekommen haben. Und Sammy hat gerade einen ziehen lassen. Puh, ein geschlossener Raum, wo offenes Feuer ist, Sammy. Das ist echt nicht ungefährlich, was du hier machst. Man sieht dann auch einen zarten Glow, ne? Also man kann es auch einfach pur als Blush tragen. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Wenn mein Blush halt auch so ein bisschen diese Lichtreflexion mit dabei hat. Genau. Ja. Theoretisch bräuchte ich jetzt auch keinen Highlighter noch einen Top geben, aber wir haben jetzt hier in der Highlighter, ach Quatsch, in der Face-Palette noch einen Highlighter drin. Deswegen gehe ich hier mit dem Highlighter-Pinsel durch. Wow, der Staub, da habe ich auch ordentlich Kickback. Und den trage ich mir hier on top. Ist ein Highlighter, der sehr kühl ist, weil der halt auch so einen rosa Schimmer mit dabei hat. Aber der passt eigentlich ganz gut gerade zu dem Look und wird auch nachher zu dem Augenlook sehr gut harmonieren. Ja, das mag ich auf jeden Fall. Sieht immer noch sehr merkwürdig aus, aber wir ändern das Ganze, indem wir uns Augenbrauen machen, okay? Ich finde, das sieht, ja, wenn man die Augen noch nicht geschminkt hat und sich eine sehr starke Base geschminkt hat, sieht das aus, als hätte man zu lange im Solarium gelegen und hätte sich verbrannt, ne? Egal, ich habe jetzt hier den Brow Beater in der Farbe Taupe Trap. Das ist ein Augenbrauenstift von Urban Decay und ja, den möchte ich mir jetzt mit euch zusammen auftragen. Den habe ich auch schon verwendet, die Farbe passt definitiv. Hier habe ich so einen Spoolie und hier habe ich so in Tropfenform einen Augenbrauenstift, den man so hochdrehen kann. Und das ist wirklich für mich als Blondie eine ganz, ganz tolle Farbe. Deswegen mache ich mir das jetzt mal drauf. Der Augenbrauenstift ist weniger taub und viel mehr so ins Hellbraune, weil der halt noch so ein bisschen was Warmes mit drin hat. Taub würde ich jetzt eigentlich eher etwas bezeichnen, was halt auch einen starken Graustich mit dabei hat, was der hier jetzt tatsächlich nicht hat. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich finde, es geht auf jeden Fall klar, ne? Ja, doch, so mag ich meine Augenbrauen wohl. Es ist ein bisschen warm, aber das Augen-Make-up wird alles rausreißen, weil da tritt alles andere gleich in den Hintergrund, glaube ich. Schauen wir uns nun mal zusammen die Wired-Palette an. Und jetzt mache ich sie mal auf und dann seht ihr, was ich meine, wovon ich die ganze Zeit rede. Die ist einfach knallebunt. Und da habe ich gerade richtig Bock drauf. Herzlich willkommen in der Nähe von meinem Gesicht. Also, ne, meine Base sieht wirklich sehr, sehr, also so von der Textur her, ne, sieht sehr strahlend aus, es sieht ebenmäßig aus, es sieht angeebnet aus, es sieht nicht cakey aus, schön verbunden, also das mag ich wirklich, wirklich gerne leiden. Die Foundation sitzt gut, der Concealer sitzt gut, alles sitzt gut, das Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, rampampam und ja, das ist halt nur farblich gerade eine eskalative Geschichte in meinem Gesicht. Ja, und jetzt habe ich einfach mal Bock, einen schnellen, bunten Look mit euch zu schminken. Ich nehme dafür einen Blendepinsel, der ist vorne so ein bisschen fluffig und ja, damit kann man halt wirklich großflächig Lidschatten auftragen und zart in die Haut, auf die Haut bringen. Das ist von BH Cosmetics einer aus einem Pinselset und da gehe ich hier in die Farbe Glitch, das ist so ein richtiges Weiß. Der Pinsel nimmt immer recht viel Farbe auf, aber gibt sie wirklich dann nur großflächig ab. Ich wurde darum gebeten, dass ich ein bisschen mehr auf die Pinsel eingehe, die ich verwende. Deswegen mache ich das heute jetzt einfach mal. Ich trage mir den auch wirklich komplett auf, also nach außen, dann auf die Augen, also nicht auf die Augenbraue, bis hoch zur Augenbraue im Innenwinkel. Ne? Also ich mache mir da eine wirklich schöne Basis. Zum einen, damit ich hier nochmal so einen Blocker habe, damit mein Lid nachher nicht verfärbt ist. Und zum anderen auch, damit ich ja, eine etwas kräftigere Farbgestaltung erwirken kann. Man hat hier tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten, zwei verschiedene Aufteilungen der Palette. Das hier sind Farben, die man wirklich für die Augen verwenden kann und das sind welche, die eigentlich eher so for Face and Body gedacht sind, weil die halt einen Stain mit dabei haben, sprich die färben dir dann auch dein Lid oder was auch immer entsprechend ein. Das sind halt wirklich Pigmente. Deswegen schreibt Urban Decay eben, um sich abzusichern, hier oben drauf for Face and Body. Ich persönlich verwende die trotzdem für die Augen. Und da fange ich jetzt an mit der Farbe Savage, das ist dieses Pink. Die sind halt sehr stark pigmentiert, nehme ich auch weiterhin den Blendepinsel, trage ich das erst hier außen auf und blende das dann so in meine Lidfalte rein. Ich baue den wirklich vorsichtig auf, also ich dippe immer nur ein, zwei Mal rein, klopfe dann ordentlich ab und gebe das dann erst auf mein Auge, weil es ist einfacher, eine Farbe vorsichtig aufzubauen,
armer Sammy, ne? Als dass man sich halt so einen Farbklecks drauf macht und zusehen muss, dass man es verblendet bekommt. Also das ist so ein bisschen einfacher für mich. Als nächstes verwende ich einen etwas fester gebundenen Blendepinsel. Der ist vorne nochmal etwas enger zusammengebunden und etwas kürzer. Der hier ist jetzt von Leni Brush, der LBE 13 Petite Crease Brush. Und damit gehe ich jetzt in die Farbe Slow Burn. Das ist so ein Rot, richtig Feuerrot, was natürlich auch einen kleinen Schimmer mit dabei hat. Und den setze ich mir hier außen hin. Einfach um das hier außen zu verdunkeln und blende den vorsichtig in meine Lidfalte. Da ich ein Schlupflid habe, setze ich mir auch die Farbe ein bisschen höher, damit wenn ich dann das Auge ganz normal habe, dass man trotzdem die Farbe sieht. Also ich gehe fast hier an den Knochen. Das kriegst du am besten hin, wenn du einfach ganz entspannt in den Spiegel von deiner Schminkpalette guckst, weil dann hängt das eh runter und dann kriegt man da auf jeden Fall besser den Dreh. Als nächstes nehme ich einen Pinsel, der nennt sich Smoky Eyeshadow von Louisa in Kooperation mit Louisa Crashen mit Louvia. Und der ist ähnlich wie ein Blendepinsel, also auch sehr fluffig vorne, aber der ist so zusammengedrückt vorne. Damit kannst du auch schön Farben greifen und leicht verblenden, aber du bekommst damit einfach großflächiger was hin. Und da gehe ich jetzt in die Farbe Schock rein oder Schock. Das ist dieses matte Violett. Das wipe ich nur einmal kurz durch, habe ordentlich was auf dem Pinsel und das setze ich mir auf mein bewegliches Lid. Kann dann auch mit dem Pinsel das schon direkt in das Rot rein verblenden, um dann einen kleinen Übergang zu schaffen. Aber auch hier trägst du nicht irre viel Farbe auf, beziehungsweise nicht mega hohe Pigmentierung, sondern du hast halt eher, dass du dir einen Hauch von Farbe aufgibst. Mit einem sauberen Blendepinsel und diesem Weiß verblende ich hier außen noch einmal kurz die Kanten. So wäre das jetzt ein wirklich matter Look oben auf den Augenlidern. Ich persönlich mag es, wenn ich noch ein bisschen mehr Kabum habe. Da wir da keinen hellen Highlighterton drin haben, gehe ich in meine Face-Palette mit dem Finger einfach hier in den Highlighterton und setze mir den auf mein bewegliches Lid, einfach indem ich den so drauf tupfe. Außerdem nehme ich wieder diesen Pinsel und versuche die andere Seite zu nehmen, obwohl ich hier das Pigment abgenommen habe. Also da geht auch nichts mehr vom Pinsel runter, um mir hier ein Inner Corner Highlight zu machen und auch ein Augenbrauen Highlight. Jetzt nehme ich wieder meine Wired Palette und gehe in den Farbton Fluorescent. Das ist so ein richtig schönes hellblau, türkis, matt, schöner Ton. Und dann nehme ich wieder diesen Pinsel von Louvia und setze mir den an den unteren Wimpernkranz. Und mit meinem Freund, diesem festgebundenen Blendepinsel, gehe ich jetzt in die Farbe Schock rein wieder. Schock. Und das kommt dann nochmal nach außen hin. Sieht auf jeden Fall mal ein bisschen spektakulär aus, finde ich. Also das ist ein Augenlook, den kannst du nicht immer tragen, ne? Also ich gehe gleich mit Sammy spazieren, da werde ich den safe tragen. Ja, aber jo, das würde ich jetzt so mit dieser Palette machen. Haut sie mich um? Nicht wirklich, muss ich gestehen, ne? Also da gibt es definitiv schönere Paletten von Urban Decay. Aber hey, die habe ich jetzt mal ausprobiert. Wir fixieren die ganze Geschichte nochmal mit meinem Urban Decay All-Nighter. Ich habe Verrücktes vor. Wie man an meinem Look schon sehen kann, ne? Ich habe hier den 24/7 Glide-On Eye Pencil in der Farbe Amped. Und die Farbe Amped ist tatsächlich auch die Farbe, die man hier auf dem Stift sieht. Also es ist halt ein richtiger Mauve-Ton. Und das ist kein Lip-Liner, sondern ein Eyeliner. Hammer, oder? Ich ziehe mir das mal als Eyeliner. Mal gucken. Ist halt so ein Gelstift, ne? Kannst du bestimmt auch super nehmen, wenn du irgendwas toppen willst oder so, weil so ist es jetzt nicht unbedingt zu Wimpernkranzverdichtung. Doch, das finde ich nice. Also es ist was anderes bei mir jetzt auch einfach mal auf den Augen, als jetzt mal ein ganz klassisch schwarzer Eyeliner oder so. Aber zu dem Look gefällt mir das irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da heute richtig, weiß ich nicht, ich fühle es irgendwie, weil ich das so pinky-flinky finde. Und hier habe ich sie schon, die Perversion Mascara. Habe ich hier in einer etwas kleineren Größe. Die habe ich auch schon mal komplett aufgebraucht. Also eine Mini-Größe, glaube ich, davon. Finde ich extrem toll. Also mir gefällt die. Die hat ein schönes Kunsthaarbürstchen und die macht wirklich tolle Wimpern, schöne Augen und die gibt dem Look halt echt nochmal was dazu, ne? Und ja, riecht nach einer Mascara und ja, die kommt jetzt auf die Wimpern, ne? Ohne Mascara.
Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist wirklich eine Mascara, die einen schönen Augenaufschlag macht. Die trennt die Wimpern, die macht Volumen rein. Die hält auch den Schwung. Und ich finde, dass sie auch wirklich, wirklich gut ist. Also die mag ich richtig gerne. Ansonsten hätte ich sie ja auch noch nicht einmal komplett aufgebraucht, um das mal so zu sagen. Ja, macht auf jeden Fall den Look nochmal ganz besonders, finde ich. Ne? Ich finde es schön. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu den Lippen. Ihr könnt auch gerne so nah dran bleiben, oder? Ja, finde ich schon. Es ist natürlich immer noch auch unter meinen Augen sehr, sehr hell. Ne? Also das muss ich wirklich sagen. Aber das wird sich im Laufe der Zeit ergeben. Ich werde ja auch demnächst, also jetzt gleich quasi, noch ein paar andere Videos drehen. Da wird man auch von Video zu Video merken, wie viel besser sich das alles so miteinander verbindet. Weil das ist meistens so. Deswegen ist es auch gar nicht so verkehrt, dass ich gleich nochmal eine Runde mit Sammy spazieren gehe, bevor ich mit den anderen Videos weitermache. Dann wird alles mehr verbunden sein im Gesicht. Ich habe hier einen Lippenstift, den habe ich mir vor Ewigkeiten schon mal geholt. Den habe ich mir bei Douglas gravieren lassen mit Claudies Welt. Das ist der Faith Metallized Lipstick. Das ist dieser hier und ich liebe ihn einfach. Der ist auch wiederum sehr extra. Denn er ist nicht einfach nur braun, sondern er hat halt wirklich diesen metallischen Effekt mit dabei, den ich jetzt gerade zu diesem sehr extravaganten Augenlook auch echt feiern werde. Ihr seht, glaube ich, genau, was ich meine. Es ist einerseits dieses bräunlich-nudige und andererseits dieses Kabam, wenn sie redet, es glänzt und ist total metallisch. Natürlich lässt es die Zähne ein bisschen gelb aussehen, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber so? Ich mag das voll gerne leiden. So, und das hier ist jetzt mal ein etwas anderer Look, aber ich finde den einfach schön. Ich finde, das ist einfach mal so ein bisschen mit Make-up spielen, ein bisschen Farbe reinbringen, ein bisschen Spaß haben. Ne, deswegen finde ich diese Wired-Palette irgendwie ganz, ganz geil, um das mal so zu sagen. Auch wenn ich, sie haut mich nicht vom Hocker, sagen wir es mal so, für den Preis, den man dafür da ausgeben hätte müssen, den ich nicht bezahlt habe, weil ich die im Sale gekauft habe, gibt es definitiv andere Lidschattenpaletten, zum Beispiel von BH Cosmetics, die auch echt geil sind, ne? Und auch sehr, sehr bunt. Aber naja, also die Base gefällt mir richtig gut. Der Lippenstift, die Mascara, die Augenbrauen, das ist alles sehr, sehr harmonisch. Ne? Und dann dieser Farbklecks. Ich lieb's. Ich feiere das. Ihr Lieben, das war jetzt mein Full Face Urban Decay. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!